Warte. Die Außenminister der 27 EU-Staaten beraten heute in Luxemburg über den neuen diplomatischen Dienst der Gemeinschaft. Während des Treffens in Luxemburg wollen sie sich auf ein Konzept für den neuen europäischen Auswärtigen Dienst der EU einigen. Sie beraten über einen Vorschlag der EU-Außenbeauftragten Catherine Ashton. Sowohl das Europaparlament als auch die EU-Kommission müssen zustimmen, bevor die EU-Botschaften in rund 130 Ländern arbeiten können. Umstritten ist vor allem, wer welche Weisungsbefugnis erhält. Jarosław Kaczyński will bei den polnischen Präsidentschaftswahlen am 20. Juni als Kandidat antreten. Das teilte der Politiker heute offiziell mit. Jarosław Kaczyński ist der Zwillingsbruder des verstorbenen Präsidenten Lech Kaczyński, der am 10. April bei einem Flugzeugabsturz in Russland ums Leben kam. Der konservative Politiker und Vorsitzender der Partei Recht und Gerechtigkeit war von 2006 bis 2007 polnischer Ministerpräsident. Am vergangenen Samstag fand in vier verschiedenen Städten die zweite Auflage der Nacht des Sports statt. Die Veranstaltung startete in Eschternach und in Eschalset um 18 Uhr, in Düdelingen und in Luxemburg-Stadt um 20 Uhr. Jugendliche und Sportinteressierte konnten dabei zahlreiche Indoor- und Outdoor-Sportarten ausprobieren, bis tief in die Nacht hinein. Auf dem Programm standen zum Beispiel Schnupperstunden in Skaten, Fechten, Klettern, Billard, Turnen, Tischtennis oder auch Jiu-Jitsu.